Herr Dr. Kobert, wir sind beim San Antonio Breast Cancer Symposium 2022, dem großen Brustkrebskongress. Es gab Neuigkeiten zum triple-negativen Brustkrebs, also kein HER2-positiv und keine Hormonrezeptoren. Was wurde da berichtet? Ja, liebe Renate, vielen herzlichen Dank für die Gelegenheit, da ein bisschen von zu berichten. Es sind ja hier in San Antonio immer die großen General Sessions, aber es sind auch die Poster Spotlight Discussions, wo im Prinzip Poster vorgestellt werden von Diskutanten, richtig in einem Vortrag. Das sind dann eben nicht 200 Posterpositionen, sondern nur 10 oder 12 und dann diskutiert werden auch. Und da gab es eine Sitzung, die hieß Optimizing Immunotherapy, New Directions in Triple Negative Breast Cancer, also Neues zum dreifach negativen Mammakarzinom. Du hast gerade schon gesagt, das sind Tumoren, die weder Hormonrezeptoren exprimieren, noch den HER2-neu, das HER2-neu. Und das sind halt besonders unangenehme Tumoren. Und da sind wir immer auf der Suche danach, wie wir da die Heilungsraten verbessern können. Und da waren einige hochinnovative Ansätze, die heute besprochen wurden, die natürlich noch nicht morgen in der Praxis ankommen, aber die uns zeigen, dass es halt immer weitergeht. Und einer dieser Ansätze war die Möglichkeit, bei Patienten, die keine Komplettremission hatten, wo der Tumor nicht ganz weg war nach einer neoadjuvanten Chemotherapie, da haben die Kollegen das mit einer Biopsie gesichert und haben dann in den Tumor eine Art Impfung reingespritzt. T-VEC heißt das Zeug. Das ist bekannt schon aus der Therapie des Melanoms. Das ist ein Virus, was eine Immunreaktion hervorruft. Und das haben sie kombiniert mit einer Immuntherapie, Atezolizumab, und haben dann bei diesen Patienten mit einer ganz schlechten Prognose, die nach Triple-Negativ keine PCR erreicht hatten, nochmal bei 30% der Patienten eine PCR erreicht. Das ist schon sehr, sehr gut. Also das heißt also auch diese intratumorale Immuntherapie, die scheint ein Weg zu sein, der mal kommen wird irgendwann. Das war die Prometeo-Studie von der Solti-Gruppe aus Spanien. Dann gab es zwei Abstracts von dem Peter Schmid, den kennen ja viele aus der Keynote-522-Studie. Der ist aber auch der PI der Begonia-Studie. Die Begonia-Studie ist eine Studie, bei der eine Immuntherapie mit Durvalumab mit verschiedenen Therapien kombiniert wird. Und das, was heute vorgestellt wurde, waren zwei dieser neuen Substanzen, die wir alle so faszinierend finden, diese neuen Antibody-Drug-Conjugates, bei denen ein Antikörper und eine Chemotherapie aneinander gelinkt sind. Und da waren Daten zu dem Trastuzumab deruxtecan, was ja im Moment in aller Munde ist, aber auch zum Datopotamab deruxtecan. Und was interessant war, war, dass tatsächlich das sind alles Patienten in der ersten Therapielinie, triple negativ, metastasiert, dass tatsächlich die Ansprechrate unter dem Datopotamab deruxtecan in diesem Arm 8 der Begonia-Studie 76% war. Während zum Beispiel in einer Studie, die letztes Jahr gezeigt wurde, in einer höheren Therapielinie nur 30% ansprechen darauf und in der First Line das Trastuzumab deruxtecan allerdings nur 56% ansprechen gezeigt hat. Wir haben dann darüber diskutiert, ob möglicherweise denn das Datopotamab der bessere Antikörper ist, aber der Peter Schmid hat ganz richtig gesagt, völlig egal, wir sind einfach froh, dass wir diese neuen ADCs haben und dass wir eben deswegen eine Möglichkeit haben beim triple-negativen Mammakarzinom, die wir früher nie gehabt haben. Und das war heute nochmal ein sehr schöner Hinweis darauf. Außerdem war eine Studie, die gezeigt hat, dass beim Ernst einer Chemotherapie die freie Tumorzell-DNA, wenn man die misst, dass man die nach kurzer Zeit, wenn man sozusagen während der Therapie Blut abnimmt und dann die Tumorzellen misst, dass wir die Patientinnen, die ansprechen, also die eine Komplettremission bekommen oder ein RCB1, also ein Residual Burden Score, das heißt, wie wenig Tumor noch da ist, von den Nicht-Respondern unterscheiden kann, indem man nach ganz kurzer Zeit, nach wenigen Wochen schon Blut abnimmt. Und zwar sogar, wenn man nur eine Chemotherapie-Substanz gibt. Und da war es so, dass bei den Patienten, die im Endeffekt dann ein Ansprechen gezeigt haben nach den 20 Wochen Therapie, schon nach 3 Wochen diese tumorzellfreie DNA um den Faktor 3000 reduziert war, während sie bei den Nicht-Ansprechenden um den Faktor 18 reduziert war. Also auch da wieder, wir können noch was tun, indem wir mehr Diagnostik machen. Und schließlich haben wir eine Studie vorgestellt, die habe ich vorgestellt, aus unserer Studiengruppe Faun, die Neomono-Studie, eine Interimsanalyse nach den ersten 100 Patienten. Und da ist es so, dass wir diese Patienten behandelt haben mit einer Immuntherapie in Kombination mit einer Chemotherapie. Ein Teil der Patienten, die Hälfte, hat vorher eine Dosis Immuntherapie vorher bekommen, ohne Chemotherapie, weil wir damit das Immunsystem, diese Immunantwort boosten wollten. Und in der Gesamtgruppe ohne Biomarker hat das Ganze jetzt keinen großen Effekt gezeigt, aber in der Gruppe, die sehr immunogene Tumoren hatten, was wir über diesen PD-L1-Status messen, da haben wir eine Komplettremissionsrate von 100% zeigen können. Da waren wir sehr stolz drauf und wir planen jetzt eben auch weitere Studien, in denen wir nur noch Patienten, die PD-L1-positiv sind, einschließen wollen. Ja, wunderbar, dass sich auch beim triple-negativen Definitiv. Brustkrebs einiges tut. Das bleibt spannend. Ja.
Vielen herzlichen Dank. Dankeschön.